20 Jahre Mucci-C Open Air, mit Sinn, den niemand verstand. Unter diesem Motto feierten das Muckefuck, das Check-Off und die Zelle 79 ihr 20-jähriges Bestehen. Am 6. September schmissen die Vereine im und um das Strombad ein Fest, was Cottbus so eher selten sieht. Die Straße verwandelte sich in eine Händlermeile, das Gelände lud zum Chillen ein und die zahlreichen Konzertauftritte zum richtig Abgehen. Aber bereits vor 20 Jahren waren die Veranstaltungen, Mitglieder und Gäste des Muckefuck e.V. so verrückt, wie sie nicht anders hätten sein können. 94 Studienbeginn hier in Cottbus. Es gab eine Geburtstagsfeier, wo viele, viele Leute, die gerade Erstsemester begonnen haben, aufgeschlagen sind. Danach waren wir alle irgendwie breit und am nächsten Morgen, glaube ich, konnten sich die wenigsten erinnern, warum wir plötzlich Muckefuck-Mitglieder waren. Aber letztendlich haben wir alle irgendeinen Platz gesucht, wo wir uns verwirklichen können außerhalb des Studiums. Es war damals ein großer Pioniergeist bei allen, die hierher kamen. Die Uni war noch ganz frisch und es war noch vieles zu verändern und da dachten wir uns, wir machen Kulturarbeit. Für viele Mitglieder ist das Muckefuck mehr als nur ein Verein, der einen wichtigen Kulturbeitrag in Cottbus leistet. Ich habe mich nirgendwo so zu Hause gefühlt wie im Muckefuck. Das Muckefuck hat mir weniger ein Team geboten, als mehr eine Art Familienkorpus. Ja. Man hat was, an dem man arbeiten möchte, man hat was, wo man sich wohlfühlt, man hat aber auch einfach einen Haufen Menschen um sich, die mit Sicherheit alle sehr chaotisch, alle sehr speziell sind und manchmal auch ein bisschen schwierig, aber es ist irgendwie eine Familie, in die man so hineinwächst. Ja. Und das gibt einem einfach ein wirklich gutes Gefühl. Aber wie in jeder Familie standen auch hier Umzüge an. Von 1994 bis Ende 2007 bewohnte der Verein den Zwischenbau des ehemaligen Wohnheim 7, heute bekannt als das Gästehaus. Von dort verschlug es das Muckefuck Anfang 2008 in den Offizierskeller des Lehrgebäude 9, doch bereits im Herbst 2011 mussten sie auch diesen verlassen. Nach etwa einem Jahr Obdachlosigkeit konnte der Verein seine ursprünglichen Räumlichkeiten in der Papitzer Straße 4 wieder sein Zuhause nennen. Während wir ja mehr oder weniger obdachlos waren, hat sich das Ganze doch sehr reduziert auf eine kleine Menge Leute. Da hatten wir eine Menge Spaß. Das war auf der einen Seite ein Hoch. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich da erst dazugekommen bin, habe ich aber auch erst wieder gemerkt, nachdem wir hier eingezogen waren, was das Muckefuck eigentlich auch sein kann, mit vielen Leuten, die auch wirklich was machen wollen und so weiter. Nicht nur so einen kleinen eisernen Kern, der irgendwie versucht, was auf die Beine zu stellen. Wir hatten ständig einen Wandel in dem Verein, der ist nie gleich geblieben. Und er hat sich den Situationen angepasst, so wie sie auf den Verein zugekommen sind. Und das ist jetzt auch der Fall. Deswegen bin ich sehr froh, dass das da überhaupt weitergeht. Ich glaube nicht, dass es da eine Verschlechterung oder eine Verbesserung gibt, sondern es gibt eine Anpassung an die Umstände. Nach einem Jahr auf der Straße, ja, war dann doch die Eröffnung und was dann auf einmal hier auch wieder los war, was hier an Menschen kam, was hier so auch an Wertschätzung kam, was wir hier wieder aufgebaut hatten und doch mit den eigenen Händen dann wieder was erschaffen hat, womit man arbeiten kann, worin man arbeiten kann, worin man sich entfalten kann. Ja. Das war doch ein relativ erhebendes Gefühl. Ich habe vorhin das Programm hier durchgeschaut. Ja. Also so sehr viel unterscheidet sich das nicht von früher. Vielleicht ein bisschen mehr der Hang dazu, Geld machen zu müssen, weil jetzt wohl Miete gezahlt werden muss. Das hatten wir nicht, diesen Zwang früher. Was uns alle paar Monate mal in ein kleines Tief reißt, sind Rechnungen, gerade von der GEMA etc. pp., die sich doch immer sehr gerne an unsere Kultur vergreifen wollen. Das macht einem natürlich als Vorstand immer besonders zu schaffen. Ja, da hat man dann irgendwo einen Blick aufs Papier und das tut einfach nur weh. Das ist vielleicht noch so etwas, aber da kann man jetzt gerade nichts dran ändern. Also man kann jetzt dem Vermieter nicht sagen, du, wir wollen unseren alten Verein zurück, jetzt nimm mal die Miete runter, sondern das ist jetzt meine Situation. Aber das war früher definitiv entspannter, weil wir konnten tun und lassen, was wir wollten. Wenn wir die Bierrechnung bezahlen konnten, waren wir im sauberen Bereich. Ansonsten freuen wir uns eigentlich immer, wenn wir den nächsten Monat überleben und das nächste Jahr. Und auch wenn wir doch schon so oft knapp vorm Ende standen, ging es ja irgendwie auch immer. Und wenn das so weitergeht, wäre das ziemlich großartig. Also es freut mich. Also ich finde es toll mit 20 Jahren. Es gibt sicherlich auch ein paar Unterschiede.
Aber es ist schön, dass dieser Laden sich immer noch gehalten hat und eine Anlaufstelle ist. Ja. Vielleicht auch eine bisschen skurrile Anlaufstelle. Ich wünschte mir, dass der freie Geist noch immer wieder mal aufflammt. Also wie gesagt, wir waren damals Pioniere und haben alles Mögliche ausprobiert, relativ guten Erfolg gehabt. Wir waren zufrieden damit und haben da die neuesten Sachen gemacht. Das geht sicherlich unter wegen finanziellen Zwängen, das darf man sich aber nicht abgewöhnen. Bisweilen für die nächsten 20 Jahre größter Wunsch, dass die GEMA endlich abgeschafft wird. Neben dem hoffe ich einfach sehr, dass sich auch über die nächsten 20 Jahre immer genug Bekloppte finden, die sich hier für eine gute Sache den Arsch aufreißen wollen. Ja, das ist mein Wunsch, dass es immer noch Leute gibt mit Herz für die Sache. Ja. Also ich wünschte mir, dass das Muckefuck nicht aufhört zu existieren, weil es meiner Meinung nach eine Konstante in Cottbus geworden ist für abgefahrene, kleinere Subkultur und noch zu relativ günstigen Preisen. Nee, das Muckefuck ist Familie, das kann ich sagen. Das Muckefuck ist Familie und ich habe auch immer das Gefühl, dass wir als Familie und auch als, ja, dass wir eben als Muckefuck wahrgenommen werden und das aber eigentlich ausnahmslos positiv von den im Ruhestand befindlichen Nachbarn mal abgesehen.